Das passt. Hier mal noch mal gerade hinten gucken. Ach ja. Das geht auch alles, funktioniert gut. Dann hocken wir uns rein. Jo. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETL auf Achse. Kurz zur Erinnerung, wir sind auf dem Weg nach Aalborg zu Frey, Frodo Laurensen. Werden wir gleich sehen. Von da aus geht es erstmal weiter zu Danish Crown. Da wollte ich mich mal umhören. Das Problem ist, wir kommen eigentlich fast mitten in der Nacht an. Wir haben jetzt, ja, genau. Nee, der war es nicht. 22.07 Uhr. Ich sehe da gerade was. Irgendwas ist eingeschaltet. Ja. Ich würde sagen, wir fahren los. Ja. Wenn ich einen Gang drin habe, geht's auch. Ich habe mir ein bisschen Pause gemacht, aber nur ein bisschen. Knapp 8 Stunden nur. Also ziemlich verkürzt diesmal. Irgendwas stimmt mit meinem Lenkrad nicht. Oder SCS hat wieder irgendein Update gebracht. Abbiegen. Aber das schauen wir gleich. Katze schläft auch. Ihr Junge, du siehst doch, dass ich hier draußen bin. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Also manchmal ist die KI etwas, ja. Weiß ich nicht. Weiter geradeaus oder hier rechts? Pass mal auf. Der schickt mich jetzt hier rum und ich hätte auch da lang fahren können, ne? Jetzt rechts abfahren. Machen wir glatt. Siehst du, was habe ich gesagt? Also das Navigationssystem ist auch nicht so einfach gelbe vom Ei, ne? Jetzt poltert, ich war's. Montag, Real Life. Montagmorgen, 10:30. Warum 10:30 Montagmorgen? Ich habe heute mal noch ausnahmsweise Urlaub. Ich habe mir ein verlängertes Wochenende gegönnt. Und ja, was soll ich sagen, ne?
dann entschieden, Montagmorgen nehme ich auf. Wochenende war warm, heiß, fand ich jetzt. Grad, 35 Grad, also alles über 35, über die 30 Grad, das ist finde ich nicht prickelnd. Ich nehme euch mal mit dazu. Moin, moin, da sind wir. Sei her. Die Wärme, das ist alles nicht so pralle, wie es sein soll, immer. Ich hasse es. Ja. Und im Moment ist es halt eben etwas kühler. Kühler ist jetzt relativ. Ich habe hier in meinem Raum 26 Grad. Also ist auf jeden Fall angenehmer als es gestern war. Ich habe ja gestern den Livestream gemacht, das war also wirklich ich habe dann so ein Klimagerät hier stehen, was dann gelaufen ist, weil ansonsten kann ich mich nicht hier hinsetzen. Das Klimagerät will ich aber nicht laufen lassen, wenn ich aufnehme, weil dieses Ding da, was jetzt hier gerade so schön drin hängt, kurios. Rechts halten. Nimmt das nämlich alles mit auf? Das war das, wo ich hinbleiben wollte, was ich sagen wollte. Jetzt rechts abfahren. Ausfahren. Das Ding will mich auch verarschen, ne? Geradeaus fahren. Wenn ich hier geradeaus fahre, ne, dann komme ich irgendwo raus, aber geradeaus. Nicht. Rechts abbiegen. Geradeaus, ja, ja. Ach, guck mal. Der demonstriert fürs Klima oder sowas. Naja, solange er sich nicht festklebt, ist mir das egal. Demnächst rechts abbiegen. Oder er läuft da Werbung. Jetzt rechts abbiegen. Ja, Livestream, ja, ich war mit meinem alten MAN F8 unterwegs, oder F9 ist es ja. Der hat ja die Blinker unten. Demnächst rechts abbiegen. Rechts. Keine Fahrbahnmarkierungen hier. Was ist nicht? Ich bin halt eben was größer, ja. Irgendwas stimmt aber wirklich mit meinem Lenkrad nicht. Das ist so schwergängig heute. Wir sind in Sevenstrup. Demnächst rechts abbiegen. Ja. Jetzt rechts abbiegen. Hier habe ich es wieder anders einstellen. Ja.
nämlich aufgefallen bei dem F8. Zieht man nämlich, dann hat man nämlich das Fernlicht an. Ich muss mal gucken hier, der hat eigentlich zwei Funktionen. Aalborg. Industriegebiet. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Jetzt abfahren. Jo, machen wir. Jo, die sind ja hier heimisch, ne? Weiter geradeaus. Danach da sind wir. Ja, ja, machen wir. Links abbiegen. Warum fährst du einfach? Also die KI hat es heute wieder mal, ne? Ja, wenigstens der ist freundlich. Mehr oder weniger in einem Stück angekommen. Sehr schön. Also ich bin ganz ehrlich, was also heute mit der KI los ist, das ist also schon der Hammer. Aber da darf man sich gar nicht dran stören. Also wenn man das macht, dann hat man verloren. Ne? Bin ich gerade. Jetzt ist es weg. Der hängt immer noch da. Ja. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hin. Und ich würde sagen, dann lade ich ab. Und dann sehen wir uns nachher, wenn ich von der Nordic Crown oder ja, Nordic Crown, Danish Crown fertig bin. Weil da sind Sachen, da kann ich euch nicht mitnehmen. Das können wir nicht machen. Von daher sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. So. Und wieder mal so. Ja, wir sind fertig. Ich habe gerade noch meine Papiere geholt. Was natürlich ganz genial ist. Und zwar, ja, warum ist das hier Danish Crown und nicht Nordic Crown? Ich muss mal gerade noch was machen. Jetzt, wo ich das so sehe. Ja. Der Screenshot ist auch schon beim Kasten. Was das genau auf sich hat, erzähle ich euch jetzt gleich. So, also die Danish Crown, hier ist noch Danish Crown, noch, das wird umbenannt in Nordic Crown, das heißt, die haben die ganzen Firmenschilder noch nicht drauf. Ich habe hier einige Gespräche geführt. Ich werde jetzt im Laufe der Woche mich mal über eine Videokonferenz dann mit Hermi und Michi unterhalten. In der Zwischenzeit. Ja, ja. Gleichzeitig habe ich auch direkt eine Ladung von denen hier bekommen, was natürlich günstig ist. Ja. Das erzähle ich aber auch gleich. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir wegkommen. Wir müssen nämlich noch tanken. Ist nämlich ein bisschen 1435 Kilometer. Wir haben das Glück, dass wir direkt nach
Köln fahren. Nur bis zum nächsten Mal. Also wie gesagt, Danish Crown. Hier werden alle Logos noch umgebaut in Nordic Crown. Das ist eine Niederlassung, oder Danish Crown ist der Haupteigentümer. Jetzt. Nordic Crown ist eine Nebenfirma. Ihr wisst ja, wie das sich verhält. Links abbiegen. Ich nehme euch auch mit dazu. Da sind wir wieder. Ich zeige euch kurz auf der Map, wo es hingeht. Es geht wieder zurück. Und zwar geht es Richtung Heimat. Köln-Deutz. Zu dem guten Lidl hier. Da habe ich noch nie was hingebracht. Wir fahren jetzt noch rund 3 Stunden. Das sollte reichen für diese Folge hier. Und dann ziehen wir beim nächsten Mal komplett durch nach Köln. Laden ab. Wie freundlich. Stellen wir nur sie. Guck mal, der hat ein gelbes. Ne, der hat ein dänisches Kennzeichen. Und unsere ist weiß. Noch. Rechts abbiegen. Hola, was war das denn? Jo, wie gesagt, deshalb steht da noch Danish Crown. Wehe dir. Ich traue den Brüdern hier nicht mehr. Ja, wie gesagt, ist Danish Crown, Mutterkonzern, Niederlassungen Nordic Crown. Ich habe einen ganzen Haufen Papiere mitbekommen. Die werde ich mir jetzt mit Hermi zu Gemüte führen und Michi. Und eigentlich hatte ich den Plan gehabt, über Hannover zurückzufahren, aber das wird zeitlich ein bisschen knapp. Weil Montagmorgen 6 Uhr Abladetermin bei Lidl. Das wird dann was eng. Und wir haben Samstagnachmittag. Das heißt, dadurch, weil es Kühlgut ist, darf ich auch noch sonntags fahren. Gerade deshalb auf. Ziehen wir jetzt durch nach Köln in Hannover. Das werden wir uns dann demnächst später zu Gemüte führen. Jetzt links abbiegen. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Aber ich hätte ja eigentlich auch hier tanken können. Upla. Demnächst rechts abbiegen. Mist. Ja, wie passt. Ach, das war für die jetzt Tankstelle. Rechts abbiegen. Achso. Ich muss hier abbiegen. Macht das noch einer. Noch weiter kann man hier ausholen. Also das ist jetzt Stand der Dinge. Weiter, wie gesagt, wir werden nochmal die Verträge komplett durchgehen, alle gemeinsam, da es ja nicht nur mich betrifft. Demnächst links abbiegen. Und Nordic Crown ja Teile von links abbiegen. Bella Cinotto gekauft hat zu 50%. Dann ist das für uns ein weiterer Geschäftszweig. Ist nie verkehrt. Gut. Ladung habe ich erklärt. Es geht nach Köln. Passt mir noch ganz gut. Ich wollte mit ihm hier nochmal eine Werkstatt. Es sollen noch so ein paar kleine Änderungen durchgeführt werden. Noch ein paar farbliche Sachen angepasst werden. Deshalb passt das ganz gut mit Köln.
So. Jetzt kommen wir mal zu den Kollegen. Da ist nicht viel. Weil man merkt schon, dass es langsam in den Sommer geht. Demnächst links abbiegen. Viele Leute gehen jetzt in Urlaub und von daher wird es etwas ruhiger. Ach, ihr seid doch so belämmert. Vielleicht ändern sie ja das mal in der 1.48. Wie gesagt, von den Kollegen ist sehr ruhig im Moment. Großteil halt eben Urlaub, Sommerloch kennt man ja. Jan Bollemann hat es auch angesprochen, er geht auch in Sommerurlaub. Demnächst rechts ab. Von daher wird es da auch ruhiger werden. Rechts abbiegen. Ich hasse diese Auffahrt. Ne? Bitte, das ist nämlich viel zu eng eigentlich. Dafür, dass da so ein, ja, ich sag mal, Auffahrt, eine Auffahrt simuliert ist. Eng, sage ich gleich auch noch was zu. Gut, fangen wir an. Diesmal Christian ist noch in Urlaub, aber ist wieder zurück. Ich gehe mal davon aus, dass in nächster Zeit was kommen wird. Warten wir einfach ab und harren den Dingen. Hermi hat sein Gelände vorgestellt. Das ist ja verkleinert worden. Ich muss es ja wissen, ich habe es ja gemacht. Dahin bezüglich, das hilft natürlich der HM-Trans. Fortbestand und so weiter, kennt das ja. Ist nicht, dass wir am Hunger oder also dass er Hungertuch nagt, sondern es hat sich halt eben finanziell nicht gelohnt, diesen Glaspalast da zu haben. Von daher hat er ihn mehr oder weniger abgegeben, das Gelände ist geteilt worden. Gut, er ist auf jeden Fall mit Lehrgut runter nach Graz. Von da aus weiß er noch nicht, wo es hingeht, ob es jetzt Richtung Katanien geht oder ob er woanders hinfährt. Weiß ich nicht, das kommt dann von der Dispo, das ist ja dann Maria, die wird ihm dann da schon dementsprechend, glaube ich, was mitteilen. Dann Michael Passenheim, der bringt Essig von Salzburg nach Genua. Und das war es erstmal soweit von der HM Trans. Harry hat dieses Wochenende keine Zeit gehabt, ein Video rauszubringen. Ist natürlich klar, man hat ja immer einiges zu tun und dann kommen wir zu JJ, das ist ja jetzt früher HM-Trans, jetzt Nord-Süd-Transporte. Der ist mit dem Actros unterwegs auf dem Weg in die Richtung, in Richtung Niederlande. Er hat in dem, nicht in dem letzten Video, sondern in dem Video davor, hat er noch mal kurz mit der neuen Mautregelung, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Im Endeffekt, ich sag mal,
Die Maut, ja, super. Stellt doch nicht so, so kleine Hütchen dahin. Man kann das jetzt von zwei Seiten aussehen. Das eine ist, wenn die Maut wenigstens dafür eingesetzt werden würde, wofür sie eigentlich da ist. Dass Straßen verbessert werden, ausgebaut werden und so weiter und so fort. Würde ich sagen, macht Sinn. Das Problem ist dabei, diese Maut wird umgelegt. Und das ist das, was viele immer wieder vergessen. Das sollen so, oh ja, die sollen ruhig mehr bezahlen, blablabla. Im Endeffekt bezahlt ihr das nachher auf eurem Brot obendrauf. Was jetzt 1,99 Euro kostet, kostet dann 2,19 Euro. Deshalb weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ich würde es begrüßen, wenn die inländischen Unternehmen diese nicht bezahlen müssten. Aber die Unternehmen, die von A über Deutschland nach B fahren, dass die eine Maut bezahlen müssen, würde ich als statthaft finden. Folgender Hintergrund ist dabei, die benutzen unsere Straßen, die verbrauchen auch unsere Straßen. Kann man jetzt drüber diskutieren und ist meine persönliche Meinung dazu, dann würde das Sinn machen. Es ist ja, man hat ja vorher mal überlegt, PKWs sollten ja auch Maut bezahlen und da sollte es dann so sein, dass man dann das über die Kfz-Steuer zurückbekommt. Haben sie sich alle gegen gewehrt, war ja ungerecht und dieses und jenes. Das wäre aber die einzige vernünftige Möglichkeit. So. Das ist halt eben meine Meinung dazu. Muss nicht jeder teilen. Das ist das Schöne. Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. Das ist das. Das passt ganz gut. Von daher. Ja. Gut. Gehen wir weiter im Text. Da haben wir nur noch Michi. Michi, der treibt sich immer noch auf den Inseln rum. Und nein, es ist nicht wegen der Polizeikontrolle. Ich habe da ein bisschen was reingedichtet. Ne, mal so ein bisschen was. Auf jeden Fall bringt er Pflaumen von Carlisle nach Edinburgh. Es wird aber langsam Zeit, dass du mal wieder runterkommst. Ne? Wie gesagt, du hast auch eine Stunde Zeitversatz im Atlantik. Gut, dann haben wir Jan Bollemann, der fährt so komische Deutz-Traktoren von Magdeburg nach Hamburg. Er hat es angesprochen, danach rechts abfahren. Dass er auch pausieren wird. Jetzt rechts abfahren. Was ja, im Moment eigentlich gang und gäbe ist für jeden. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Urlaub, noch nichts geplant. Gut, im Urlaub bin ich eine Woche weg, das weiß ich. Wahrscheinlich werde ich entweder vorproduzieren oder schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Reinlegen. Geradeaus fahren. Irgendwie sind mir das zu wenig Gänge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der TG3 hier, der gefällt mir sehr, sehr gut. Der ist also wirklich gelungen. Da hat sich SCS richtig ins Zeug gelegt. Also alle Achtung. Ja gut, das ist so Stand der Dinge.
wie gesagt, ich werde glaube ich nicht ins Sommerloch oder irgendwie Sommerpause machen. Von daher passt das bei mir. So, ich sehe gerade, das ist mein Parkplatz. Tanken, da lang. Tanken, da lang. So, ich werde jetzt hier tanken. Mach dann meine Pause. Jetzt muss ich mal langsam. Zeit ist rum. Und ich sag ganz einfach, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert, kommentiert, das ist viel wichtiger. Das Kommentieren. Und ansonsten sage ich einfach danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Michael.